Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Ich bin aus meinem Mountainbike-Urlaub zurück. Und jetzt können wir uns wieder dem Mittelalter widmen. Das ist auch nicht verkehrt. Und genau, hier läuft alles soweit. Plan war für heute, dass wir nach Piostovia reisen und mal die ganzen Quests langsam angehen. Und vor allen Dingen einen Mitbewohner für den Marktstand holen. Da müssen wir mal schauen, ob wir da jemanden fähigen finden. Und ja, ich würde sagen, wir brechen auf. Eselchen, mein gutes Reittier. Wir machen mal los. Wollten wir noch was verkaufen? Wartet mal. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil die letzte Folge ist natürlich schon ein bisschen her. So, was war hier absteigen? Okay, lasst mal ganz kurz schauen. Wir haben jetzt momentan 15.300. Wann habe ich denn das letzte Mal was verkauft? Die Jahreszeit hat ja gerade erst begonnen. Lass mal kurz schauen. Wir haben Fleisch 65. Das braucht noch ein bisschen. Kohle haben wir 408. Also liegt es momentan ein bisschen am Fleisch. Aber da können wir uns ja wahrscheinlich auch selber nützlich sein. Lasst mal kurz schauen. Haferkorn habe ich auch noch einstecken. Ich wollte eigentlich nach Pfeilen schauen. Holzbolzen. Habe ich gar keine Pfeile mehr, Leute? Da, doch, Steinpfeil. 7 Stück. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Sorry, hat ein bisschen gedauert. Müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir ja hier im Lager welche. Das wäre super. Guck mal hier. Bronzepfeil hätten wir 3. Holzspeer. Holzbolzen. Ist immer so verwirrend. Steinpfeil 47. Ach, wir nehmen sie alle mit. Wir können ja unendlich viel tragen. Deswegen. Was macht denn der jetzt hier für Fäuste? Das hab ich schon da gedrückt. Okay, nicht den Esel boxen. Auf geht's. Hoppa, hoppa. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch eine Hütte frei war oder nicht. Geil, ist der schnell, Leute. Ist der schnell. Ja, dann lass uns später Kohlsuppe verkaufen. Vielleicht fangen ja die Jäger noch ein bisschen mehr Fleisch in der Zeit. Jetzt müssen wir bloß schauen, ob hier an den Wegen wieder irgendwelche Karawane sind, die wir eventuell ausrauben können. Was heißt ausrauben? Plündern, looten. Bin es gar nicht mehr gewöhnt, ein Let's Play aufzunehmen. Mal 5 Tage raus aus der Materie. Schon ist es wieder ein bisschen ungewohnt. Eselchen, es tut mir leid. Ich weiß, du magst es nicht so. Aber deine Gesundheit ist noch voll, das ist doch gut. Wir sind gleich da, Freunde. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich bin den falschen Weg gerannt. Nö, passt. Perfekt. Alles gut soweit. Und dann gucken wir gleich mal hier vorne und hoffen, dass da jemand ist mit Diplomatiefähigkeiten, heißt das Wort, was ich suchte. Einmal absteigen. So, guten Morgen, die Damen und die Herren. Hier, Diplomatie 3. Hermene Gilda. Aber hier, guck mal, die Wojciechska hat auch 3. Ja, also entweder die oder die. Es ist nur die Frage, lass mal ganz kurz schauen in die Verwaltung, in die Häuser. Hier, 0 von 3. Und hier war ein Menschen drin. Na, dann kann der, kann die junge Dame ja dort mit rein. So, wir gucken. Oh. Wieso ging jetzt das Lagerfeuer an plötzlich? Wir gucken nochmal. Die hat eigentlich nur 1 Stat auf 3. Und die hat wenigstens 2 Stats auf 3. Dann nehme ich die. Lass dich mal anschauen. Wie alt bist denn du überhaupt? Alter 22, das passt. Ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung aufzubauen. So. Wir sehen uns dort. Und die setzen wir auch gleich in der Verwaltung ein. Hermene Gilda. Schöner Name. Genau, hier rein. Wenn sie schwanger wird, ist es halt so. Ist gar kein Problem.
Und jetzt müssen wir noch einen Arbeitsplatz zuweisen und das wäre dann... Eigentlich müsste man die ja nur dann kurz dort einstellen, wenn die, wenn man am Marktstand was verkaufen muss, ne? Klar wäre es sinnvoll, dass die das skillt die ganze Zeit. Aber letztendlich könnte ich die hatte ja auch Bergbau, also Abbau auf Stufe 3, könnte ich die ja jetzt erstmal mit in die Mine setzen. Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob das sinnvoll ist, die immer nur kurz, wenn man was verkaufen will, an den Marktstand setzt. Aber wie gesagt, dann skillt die ja wahrscheinlich nicht. Obwohl, da weiß ich nicht. Wenn du in dem Moment bei ihr was verkaufst, skillt sie ja auch, oder nicht? Oder skillt das nur über die Jahreszeit? Dann stelle ich sie einmal am Ende der Jahreszeit immer an den Marktstand. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wer es weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. So, warte, dann mach mal nicht Marktstand. Obwohl, ich lasse erstmal im Marktstand. Genau, Dienstleistung. Alles klar, Leute. Gut, hätten wir das erledigt. Weiter geht's. Geh mal in die Third Person ganz kurz. Ne, ich gehe in die Ego. Und jetzt haben wir hier ja noch diverse Quests. Lass mal kurz schauen. Tagebuch. Keine Panik. Das war am See. Das war... Ach, die Hauptquest? Hier. Warte auf die nächste Jahreszeit, sprich mit der Bahn. Ach, das war der Lehrling, ne? Die Geschichte mit dem Lehrling. Da bin ich ja mal gespannt, wie die ausgeht. So, hier muss er irgendwo sein. Hä? Da ist er. So, sei gegrüßt. Wie steht es um eure Meister-Lehrlings-Beziehung? Hat sich Lubos verbessert? Die letzte Lieferung war wieder ein Schlamassel. Ich musste eingreifen und mich bei den enttäuschten Nachbarn entschuldigen. Ich habe einige harte Zeiten mit Lubos durchgemacht, aber ich habe große Hoffnung, dass wir beide daraus stärker hervorgehen. Er braucht nur die richtige Ermutigung. Wenn er es jetzt schon wieder verkackt hat, Leute, ich weiß es nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass du versuchst, dich von mir zu rechtfertigen? Das ist nicht nötig, oder? Was soll ich sagen? Ich habe ihm so deutlich wie möglich gesagt, was er tun soll. Ja, das stimmt, haben wir. Machen wir Antwort 2. Junge Leute lassen sich leicht ablenken. Es ist nicht so lange her, dass ich war wie er. Es ist verständlich, es wird vorbeigehen. Weiter zuhören. Wenn wir schon dabei sind, ich muss dich erneut um einen Gefallen bitten. Ich habe den Jungen befohlen, sich wieder mehr auf seine Arbeit zu konzentrieren. Er hat eine neue Aufgabe. Könntest du nachsehen, wie er damit zurechtkommt? Okay, was ist es dieses Mal? Ich hoffe, ihr seid mit dieser Botenjungen-Sache fertig, oder? Ich habe jetzt schon Angst. Es wäre wohl klug, die Stadt aus Sicherheitsgründen zu verlassen, bevor das Chaos ausbricht. Oder? Dann sollte ich nachsehen, wie es ihm damit ergeht und versuchen, neue Missverständnisse zu verhindern. Okay, probieren wir Antwort 3. Ich hoffe nur, dass wir uns nicht in Schlamassel setzen. So, beruhige dich. Dieses Mal habe ich ihn nur gebeten, einen Streit zwischen zwei Stadtbewohnern auf den Grund zu gehen. Lubus wird mir lediglich zu dem Fall Bericht erstatten. Na, da bin ich gespannt. Ich würde die Fähigkeit deines Lehrlings zur ungewöhnlichen Auslegung von Aufträgen nicht unterschätzen. Ich werde sehen, was er gelernt hat. Das ist eine gute Antwort. Okay. Jetzt wird es ja auch dunkel, aber wir können ja hier schlafen. Das ist gar kein Problem. So, sprich mit Lubus. Wo ist er? Da hinten. Da bin ich ja mal gespannt, Freunde. Was jetzt schon wieder los ist. Krass, was war denn das hier für ein Nebelgrad? War wie so eine Staubwolke. 16 Meter. Wo ist er denn mal? Hier. Hier versteckst du dich. Du schon wieder. Was gibt es dieses Mal für ein Problem? Der Mann erwartet einen Bericht über die zerstrittenen Stadtbewohner. Arbeitest du daran? Es gibt keinen Streit mehr. Ich habe mich um alles gekümmert. Also ist kein Bericht nötig. Zumindest nicht sofort. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Glückwunsch, das ging schnell. Was war das Problem? Oder ist das wirklich so? Das sieht dir gar nicht ähnlich. Worum ging es? Oder du solltest Derwan nicht warten lassen. War es etwas Ernstes? Nee, ich nehme Antwort 2. Ist es wirklich so? Das sieht ja gar nicht ähnlich. Worum ging es?
Was denkst du? Ein Bauer namens Osibor hat verfaulte Setzlinge und stinkendes Getreide an den Standbesitzer Markuslav verkauft. Worüber sonst sollen sich diese gewöhnlichen Leute streiten? Das ist ein ernster Fall. Altes Getreide kann Menschen krank machen. Ich bin froh, dass es vorbei ist, bevor es wirklich Schaden anrichten konnte. Oder, damit hast du recht, genauso etwas hatte ich mir schon ausgemalt. Oder, das ist wirklich ein Fall, der den Ärger und die Aufmerksamkeit nicht wert ist. Gut, dass du dieses Problem schnell gelöst hast. Ich nehme Antwort 1. Wenn du meinst, ich bin froh, dass sie es wie echte Männer geregelt haben. Es ist nur schade, dass es so schnell vorbei war. Osibor wurde schon beim ersten Schlag verletzt und rannte davon. Ich glaube, sein Gegner ist recht zufrieden damit, wie alles ausgegangen ist. Okay. Was ist mit dem Mann passiert? Hat er überlebt? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte absolut kein Interesse daran, ihm hinterherzulaufen. Für mich ist die Sache erledigt. Aber wenn du neugierig bist, kannst du ja nach ihm sehen. Er wohnt bei der Kuhfrau. Gut, ich muss wissen, wie es ihm geht. Dein Meister erwartet einen Bericht. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Der ist doch garantiert draufgegangen. So, die Kuhfrau ist doch gleich hier irgendwo, ne? Kuhfrau. Die schläft schon. So. Meinen Kühen geht es ohne diese dubiosen Zwiebeln viel besser. Was brauchst du? Ich bin auf der Suche nach Osibor. Geht es ihm gut? Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Es ist ungewöhnlich für ihn, zu spät von der Arbeit zu kommen. Ich hoffe, er ist nicht in Schwierigkeiten. Fragst du deshalb nach ihm? Antwort wäre, es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich habe aus Neugierde gefragt. Ich würde mich gerne mit dem Mann unterhalten. Oder ich glaube, er ist bei einem Streit mit Markuslav verletzt worden. Ich suche nach ihm, um zu sehen, ob es ihm gut geht. Ja, die Antwort nehme ich. Diese beiden Männer, sie kamen ihn heute Morgen holen. Was haben sie mit ihm gemacht? Ich dachte, sie würden sich über irgendwelche Setzlinge unterhalten. Was geht hier vor? Bitte beruhige dich, ich habe gehört, er ist von den beiden, die du erwähnt hast, weggelaufen. Aber er braucht vielleicht noch Hilfe, oder? Er könnte gerade dabei sein zu verbluten. Ich muss ihn so schnell wie möglich finden. Nee, ich will die mal jetzt nicht beunruhigen, die Frau. Also nehme ich Antwort 1. Er muss sich irgendwo verstecken, weil er Angst hatte. Sie würden zu uns nach Hause kommen, mein tapferer Osibor. Er entfernt sich nie weit von der Stadt oder seinem Feld. Sie sollten dich nicht belästigen. Der Streit war nur zwischen ihnen. Ich werde nach ihm suchen. Okay, Leute. Ich gehe jetzt auch nicht schlafen, weil das scheint dringend zu sein. Nicht, dass der uns über Nacht verblutet. Sieh auf Osibors Feld nach. Das ist 90 Meter in diese Richtung. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Es ist halt gerade echt dunkel. Aber wir sollten schleunigst dieser Quest nachgehen. Ich weiß, dass die Entwickler das schon so gemacht haben. Also hier ist er nicht. Dass man auch über Nacht schlafen kann, nur nicht in die nächste Jahreszeit vielleicht. Hopp. Hoppa. So, läuft die Aufnahme überhaupt? Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen in die Stadt mauern. Naja, und dann laufen wir hier außen rum. Ja. Aber hier ist ja theoretisch ein Eingang. Da ist er. Also in der Schenke sollen wir nachschauen. Ist er hier? Okay. Hier scheint er auch nicht zu sein. Dann machen wir uns ins Krankenhaus. Schnell, schnell, schnell. Sorry, Leute, dass ich jetzt hier so durchrenne, aber ich will dem Mann helfen. So, hier ist er auch nicht. Doch, da, Osibor. Der arme Kerl. Wer bist du? Osibor, ich habe gehört, dass du verletzt worden bist. Wie geht es dir? Ich will keine Besucher, ich muss mich ausruhen. Ich habe von deinem Streit mit Markuslav gehört. Der Mann würde gerne wissen, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Oder deine Frau fängt an, sich Sorgen um dich zu machen. Sie weiß nicht, wohin du gegangen bist. Oder alle haben darüber geredet, dass du Blut überströmt davongelaufen bist. Brauchst du Hilfe? Was nehmen wir denn jetzt als Antwort?
Na doch, wir Hilfe anbieten wäre schon gut. Okay. Man hat sich bereits um mich gekümmert. Zum Glück. Hust. Meine Tage sind noch nicht gezählt. Das muss ein furchtbarer Anblick für meine Nachbarn gewesen sein. Schluchz. Womit habe ich das verdient? Überanstrenge dich nicht. Ich kann sehen, dass du immer noch leidest. Verzeih mir, ich habe immer noch große Schmerzen. Der Bader hat mich wieder zusammengeflickt. Er hat mir gesagt, dass ich vielleicht doch noch alt werden kann. Alt werde, wenn ich mich von Ärger fernhalte. Was hat dazu geführt, dass es dir so jetzt geht? Kurz bevor ich mich aufmachte, aufs Feld zu gehen, hust, da besuchten mich der junge Lupus und mein Freund, Markuslav. Sie sagten, es ginge um ein paar verfaulte Setzlinge und sie sagten, ich soll mitkommen. Dieser junge Lehrling brachte uns an einen abgelegenen Ort am Stadtrand und Schluchz blieb plötzlich stehen. Der Junge warf zwei Äxte vor unsere Füße und schrie, regel das wie echte Männer, hier und jetzt. Okay, Leute, da ist er wohl ein bisschen zum Forsch vorgegangen, der junge Mann. Das ist barbarisch, er zwang euch gegen einen Freund zu wenden, oder? Ich kann das manchmal nicht lesen. Das muss da, wo er herkommt, so üblich sein. Eine Art Gerichtskampf, oder? Es würde mich nicht wundern, wenn er seine Probleme in der Vergangenheit üblicherweise so geregelt hat. Ich nehme Antwort 3. Ich war fassungslos, wusste nicht, was ich tun soll. Mein unerwarteter Gegner hob die Axt sofort auf. Ich hörte ihn nur noch schreien, ich habe dir vertraut. Da steckte die Waffe schon in meiner Brust. Krass. Du hast Glück, dass du noch lebst. Diese Wunde hätte einen wütenden Stier umgehauen, oder? Ich bin beeindruckt von deiner Ausdauer. Jeder andere würde verbluten. Müsste er eine solche Strecke rennen. Oder du bist jetzt in guten Händen. Denk nicht mehr daran, was passiert ist. Das nehme ich. Ich habe keinen Streit mit Markuslav. Sag ihm das. Hust. Wenn du ihn siehst, ich wünsche mir nur, wieder Frieden zu haben und nach Hause zu gehen. Ruh dich aus, du bist in guten Händen. Ich werde Markuslav einen Besuch abstatten. So, jetzt gehen wir aber schlafen, Leute. Müsste ja theoretisch auch gleich. Ach, guck mal. Ich kann ja direkt mit dem Krankenhaus schlafen. Da können wir auch über Nacht auf ihn aufpassen, ne? Falls er kollabiert. So, Freunde. Da sitzt er. Okay, speichern wir mal ab. Autosave. So, das Ding nennen wir... Achso, ne, geht ja wieder nicht. Man kann ja... Ich nehme jetzt das hier. Streit. Ich habe die Spielstände schon voll. Man kann nur eine bestimmte Anzahl von Spielständen hier speichern. Okay. Dann gehen wir der Sache mal nach. Wo ist denn der Knösch? Achso, das ist Markuslav. Ich habe... was ist nun schon wieder? Kann meine Familie endlich Ruhe haben? Der ist aber auch nicht so gut drauf. Ich habe gerade Osibor im Krankenhaus besucht. Er hat euren Kampf überlebt und wird wieder vollständig genesen. Pah, das ist enttäuschend. Scheinbar habe ich nicht hart genug zugeschlagen. Ich mache ihn nochmal fertig, wenn ich muss. Dieses Mal für immer. Puh, das müssen wir verhindern, Leute. Das ist eine gewagte Aussage. Was lässt dich glauben, dass er das verdient? Oder ich habe gehört, du bist der neue Gerechtigkeitskämpfer hier. Was sind Osibors Verbrechen? Oder hat er dir verfaulte Zwiebeln verkauft? Das würde mich auch stinksauer machen. Ich kann das absolut nachvollziehen, mein Freund. Wir nehmen mal Antwort 1. Dieser Verräter hat es ausgenutzt, dass ich nicht wachsam genug war. Ich wurde beraubt und meine Familie wurde von diesem Gauner verletzt. Er hat sich sogar an meinen kleinen Mädchen vergriffen. Okay, wir hören mal weiter zu. Es klingt ja kurios. Osibor war einer meiner Lieferanten. Nur er wusste, wo ich meine Vorräte und meinen kostbaren Wein gelagert habe. Und jetzt ist fast alles weg. Ah ja, das war die Quest in der anderen Jahreszeit, falls ihr euch noch erinnert. Ihr beide könntet zuerst miteinander reden und versuchen, eine Lösung zu finden. Es ist nur ein Getränk aus ein paar Früchten oder ich kann mir deinen Kummer vorstellen. Dieser Tage ist es schwer, einen anständigen, vollmundigen Fruchtwein in die Hände zu bekommen. Ich nehme Antwort 1, reden ist immer gut.
Das ist nicht die einzige Frucht, die er sich genommen hat. Er hat meine Tochter verführt. Meinen süßen Apfel. Sie fing damit an, sich nachts wegzuschleichen. Als ich sie erwischte, war ihre Kleidung voller roter Flecken. Das muss mein Wein gewesen sein. Er hat ihn benutzt, um sie anzulocken ich hätte ihn fast erwischt, aber er floh zum Nordtor. Es klingt nicht, als würde sie etwas gegen ihren Willen tun. Deine Tochter ist beinahe erwachsen. Das passt nicht zusammen. Oder das heißt also meiner Meinung nach, dass der schüchterne Bauer Osibor sich nachts mit deiner Tochter vergnügt? Oder du könntest recht haben, das passt ganz gut zusammen. Ich wusste gar nicht, dass Osibor so ein übler Kerl ist. Ne, ich nehme Antwort 1, weil die war jetzt wirklich nicht abgeneigt, die junge Dame. Wenn er unschuldig wäre, wäre er nicht weggerannt. Es besteht kein Zweifel daran, dass er dafür verantwortlich ist. Du solltest dich nicht rächen, bevor du nicht sicher bist, dass er wirklich schuldig ist. Oder du hast, ja, genau, das zweite Antwort ist, du hast das Richtige getan, indem du Osibor nicht damit hast davonkommen lassen. Aber du hättest einen zivilisierten Weg dafür wählen können. Nee, ich nehme Antwort 1. Ich bereue nichts, nur Osibors Frau tut mir leid. Auch sie wurde betrogen. Ach so. Ich dachte, die Tochter ist die Frau. Okay, also, das ist jetzt Mist. Sie wartet auf Neuigkeiten über ihren Mann. Ich habe genug erfahren. Leute, das wird ja doch noch eine ganz schöne Seifenober. Ein Mist, ey. Jetzt müssen wir mit Bugoslava reden. Ei. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht irgendeinen Mist gemacht, aber egal. Neues Gebäude freigeschaltet, Fersch. Ja, was habe ich denn jetzt? Durch was habe ich denn jetzt Skillpunkte bekommen? Ach so, weil die Mitarbeiter, die, wenn die was machen, kriegt man ja auch ein bisschen Skillpunkte, ne? War doch so. So, wo ist denn die jetzt? Hier. Guten Tag, Bugoslava. Ich habe vor Angst gezittert. Hast du etwas Neues erfahren? Ich bringe Neuigkeiten über Osibor. Er erholt sich in der Erbhut des Baders. Oh, vielen Dank. Wie schlecht geht es ihm? Die Wunde wurde genäht und er braucht Ruhe. Alles wird wieder gut. Mach dir keine Sorgen um ihn. Er wird es überleben. Ich kann nicht wirklich sagen, was für Folgeschäden es geben wird. Wir müssen abwarten. Nee, ich nehme Antwort 1. Ich bin mir sicher, dass da alles in Ordnung ist. Warum würde jemand ihn so schwer verletzen? Das ist unerträglich für mich. Werden wir den Rest unseres Lebens in Angst leben müssen? Ich glaube nicht, dass Osibor sich an irgendwas schuldig gemacht hat. Der Fall ist ein Missverständnis und dein Mann wird alles tun, um alles friedlich zu beenden. Oder er wird beschuldigt... Oh, diese Kühe. Er wird beschuldigt, Wein gestohlen und Markuslavs Tochter verführt zu haben. Viele Beweise sprechen dafür. Ich glaube aber, dass... Ja, das mit der Tochter ist halt die Sache, ne? Aber den Wein... Mensch, Ruhe! Den Wein haben wir ja gestohlen. Schwierig. Ich nehme mal Antwort 1. Ich glaube, dass diese Flecken... Ach Mensch! Dass diese Flecken auf dem Kleid... Der hat ihn nicht verführt. Das glaube ich nicht. Es ist nur so ein inneres Gefühl. So, ich drück das mal, weil die Kühe gehen mir ein bisschen auf den Keks. Das hat er dir gesagt? Oh, das ist mein Ehemann. Ich muss ihn im Krankenhaus besuchen. Er braucht frische Kleidung und etwas zu essen. Danke, dass du mich beruhigt hast. Mach's gut. Macht's gut, ihr beiden. Hey, na lass mich doch mal raus. Huch, ich drück nur die falsche Taste. Ich sprich mit Lupus. Okay, so du Arsch. Was ist das für ein säuerlicher Gesichtsausdruck? Du hast ein großes Durcheinander in der Stadt angerichtet. Schon wieder. Worum geht es? Vermisst mich das Mädchen? Ich meine, vermisst sie ihn schon? Haha, verdammt, ich muss mir mein Vergnügen anderswo suchen, sagt Derwan. Ich bin bereit für eine neue Aufgabe. Puh. Willst du mich verarschen? Du hast die ganze Zeit mit mir gespielt. Würde es dich überhaupt kümmern, wenn der Mann stirbt? Oder du bist der König des reinen Bösen und des Unheils? Herzlichen Glückwunsch. Zum Glück lebt der Mann noch. Oder dieser Blödsinn hätte fast einen Mann getötet und du hast Derwan wieder wie einen Narren dastehen lassen. Ja, Antwort 3.
Warum bist du so unentspannt? Was soll's? Du sagst also, der Bauer hat überlebt? Verdammt! Ich verstehe nicht, was der Mann in dir sieht. Es ergibt keinen Sinn, oder? Deine Lehrbeziehung zu deinem Meister ist bizarrste, die ich je erlebt habe. Oder ich fange an zu glauben, ihr beide wollt diese Stadt von innen heraus zerstören. Nö, ich nehme Antwort 1. Sorry, Leute, ich wollte eigentlich andere Dinge heute machen, aber das wird so eine ewige Quest mit ganz viel Text. Der alte Mann ist selbst gar nicht so unschuldig. Seine Bande war während des Krieges abscheulich. Im Vergleich zu ihm bin ich sanft wie ein Lamm. Okay, was redest du da? Er hat den Bewohnern von Piastovia jahrelang geholfen. Das ist Blödsinn. Also passt ihr doch zusammen. Das ist schwer zu glauben. Nee, ich nehme mal, was redest du da? Er hat Konflikte jahrelang zuerst mit der Faust und dann der Axt gelöst. Das hat sich bezahlt gemacht, sonst wäre er jetzt nicht hier. Jetzt geh und erstatte ihm endlich Bericht. Und du wirst schon sehen, lass den Meister nicht warten. Husch. Okay, wir werden sehen, wer zuletzt lacht. Oder du bist hier fertig, das sollte dein Bericht sein. Ja, du bist hier fertig, das sollte dein Bericht sein. Okay, Leute. Das Arschloch. Wie alt ist er eigentlich? Warte, ich will noch mal gucken. 17 war der, oder? Hallo? 17. Oder was? Ja, ich will mal ein bisschen was über den wissen. Was hast du getan, bevor es dich nach Piastovia verschlagen hat? Ich bin von Stadt zu Stadt gewandert, auf der Suche nach jemandem passenden, der meine Talente zu schätzen weiß. Ich habe hier und da Arbeit gefunden, mit Händlern gehandelt, Waren bewacht und Warendrosse begleitet. Ich habe einen guten Teil der Welt gesehen. Alter, der Typ ist 17. Was will der uns erzählen? Irgendwie glaube ich kein Wort von dem, was du sagst. Genau. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Dazu müsstest du diese Arbeit am eigenen Leib erleben. Die Blasen an deinen müden Händen spüren und dir das freundliche Schulterklopfen deines zufriedenen Vorgesetzten oder deiner Kameraden verdienen. Ja, hören wir besser auf, oder in deinem Fall war es wohl eher eine Peitsche am Pranger als ein Schulterklopfen. Ne, ich nehme, hören wir besser auf. So, leb wohl. Okay, der Typ steckt einmal voller Lügen und Lug und Trug und nimmt alles in Kauf, sogar Menschenleben. Und ist 17 und denkt, der ist hier sonst was. Naja. Ja. Aber vielleicht ist es einfach nur ein Hilferuf, ne? Vielleicht braucht er wirklich Hilfe. Also, ernsthafte Hilfe. Oh, herrlich. So, der Mann. Lubos hat das Problem, wie sieht es mit dem Bericht aus? Lubos hat das Problem bereits gelöst, auf seine eigene verdrehte Art und Weise. Ah, das ist schön zu hören. Das wäre seine nächste Aufgabe gewesen, sobald er herausgefunden hätte, worum es in diesem Streit im Kern ging. Es ist schade, dass er mir nicht selbst darüber berichtet hat. Ich hätte ihm persönlich dafür auf den Rücken klopfen können. Na toll. Halte dich mit dem Beifall zurück. Zwei Menschen wären fast gestorben, nachdem er einen Gerichtskampf organisiert hatte. Das war blanker Wahnsinn. Osibor ist verletzt, oder? Er war der Grund des Streits, doch behielt es für sich. Stattdessen gab er den zerstrittenen Äxte und sagte ihnen, sie sollen ihre Angelegenheit wie echte Männer klären. Ja, das nehme ich. Hat er das wirklich getan? Ich habe von niemandem mehr gehört, der diese Methode zur Streitschlichtung benutzt hätte. Seit meiner Zeit bei der Armee, vor Jahren. Überlass den Jungen mir, ich kümmere mich um die Folgen seines Handelns. Okay, das ist alles? Willst du nicht wissen, was passiert ist? Oder du bist nicht überrascht? Wie kommt das? Und was ist jetzt mit dem Bericht? Oder ein Mensch wurde verletzt. Auf deinem Gesicht zeigt sich nicht die Spur von Sorge. Nee, ich nehme mal Antwort 1. Ich will mal wissen, ob er jetzt wissen will, was passiert ist. Gut, sag mir, was passiert ist. Lass uns das Ganze hinter uns bringen. So, Osibor wurde beschuldigt, Markus Lars Wein gestohlen und seine Tochter belästigt zu haben, aber in Wirklichkeit war die ganze Zeit über Lubos der wahre Schuldige und der arme Bauer ist unschuldig. Ja, das klingt nach ihm.
Nun, vielen Dank für die Einzelheiten. Ich werde mich um alle weitere Unruhe zwischen den betroffenen Familien kümmern. Okay. Lupus hat in dieser Stadt noch nie etwas richtig gemacht. Was ist der wahre Grund dafür, dass du ihn so bevorzugt behandelst? Oder, naja, hör mit dieser Scheiße auf. Der Junge hat sich noch nie für irgendjemanden außer sich selbst interessiert. Warum deckst du seine Missetaten? Sowas sage ich nicht. Man könnte beinahe glauben, dass du Piostovia mit Hilfe eines verdorbenen Lehrlings von innen heraus zerstören willst. Das ist bizarr, wenn man bedenkt, dass du doch der hingebundene, hingebungsvolle Verwalter dieses Ortes sein sollst. Nee, das ist ja nur eine Mutmaßung. Ich nehme Antwort 1. Weißt du, ich kann ihn nicht einfach so aufgeben. Ich habe jemanden ein Versprechen gegeben. Einem Freund, der in meinen Armen gestorben ist. Ausgeblutet, wegen mir. Ich schulde es dem Jungen. Ich schulde ihm einen Vater. Ah, okay. Dervan hat quasi seinen Vater umgebracht und deswegen ist der Junge so verrückt. Lupus ist der Sohn meines alten Freundes. Wir dienten beide unter demselben König in derselben Truppe und der Mann war meine rechte Hand. Sein Name war Jergus. Unsere Einheit war für die Drecksarbeit zuständig. Üblicherweise arbeiteten wir nachts, bereiteten Überfälle vor, schalteten feindliche Anführer in ihren Betten aus oder steckten belagerte Festungen in Brand. Okay, ihr wart eine Bande von Mördern. Es ist nichts Ehrenhaftes daran, einen Schlafenden ein Messer an den Hals zu halten. Gut, ich bin nicht hier, um zu urteilen, was in dem Krieg abgegangen ist. Das muss eine Menge Verstand und Koordination erfordert haben, oder ich habe noch nie von einer Einheit wie dieser gehört. Ihr habt wahrscheinlich nicht viele Zeugen übrig gelassen. Nur ich nehme Antwort 3, weil ist halt so. Ich habe wirklich noch nicht davon gehört. Wir taten, was man uns befahl. Ein Gegner war ein Gegner. Jeder, der unsere Identität oder unseren Aufenthaltsort hätte verraten können, musste zum Schweigen gebracht werden. So konnte ich ein neues Leben beginnen. Bis zu jenen letzten Tag. Die Belohnung für den Überfall war so hoch, dass sie mir den Verstand vernebelte. Ich schickte all meine Männer ins sichere Verderben. Jergus starb in meinen Armen und mit seinem letzten Atemzug bat er mich, für seinen Sohn da zu sein, sollte er je einen Vater brauchen. Okay, wenn das so ist, tust du mir wirklich leid. Dieses Versprechen hat dir nichts als Ärger eingebracht. Oder? Also ist dein Plan, dafür zu sorgen, dass Lupus sich irgendwann umbringen lässt und sich das Problem damit von selber löst? Oder was ist das für ein säuerlicher Gesichtsausdruck? Ich nehme Antwort 1. Das hatte es, aber ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Hör zu, du hast viel für mich getan, aber es gibt noch eine Sache, um die ich dich bitten möchte. In der nächsten Jahreszeit wird eine wichtige Lieferung ankommen. Ich werde Lupus schicken, sie abzuholen, aber er wird Geleitschutz brauchen, da sie nicht aus offizieller Quelle stammt. Irgendwie ist das wirklich ein bisschen merkwürdig alles. Nachdem ich das alles gehört habe, tust du mir leid. Du kannst dich auf mich verlassen. Oder jetzt, da ich über deine dunkle Vergangenheit Bescheid weiß, wäre es unklug, mich zu weigern. Oder ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber ich will auch niemand sein, der Versprechen bricht. Antwort 3 ist super. Okay, bis zur nächsten Jahreszeit haben wir jetzt ein Autosave. Ich denke mal, da geht wieder irgendwas schief, Freunde. Ich habe da echt ein ungutes Gefühl, was die Quest angeht. Tja. Das finden wir aber dann erst in der nächsten Jahreszeit raus. Für heute ist dann erstmal Feierabend. In der nächsten Folge haben wir noch den Plan, Pferde zu holen. Und wir brauchen noch Tierfutter. Wir brauchen noch ein paar Leute. Muss man bei dem Pferdestall jemanden einstellen? Nö. Da kauft man nur das Pferd und das ist dann alles gut, ne? Futter tun wir ja dann dort rein. Genau. Okay, Freunde. Oh, was ist hier oben los? Ne, warte, Verwaltung, irgendwas ist hier. Landwirt. Okay, Sichelsense müssen wir mal machen in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich denke dran. Dann vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.